Komm vom Zähneputzen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Mein Name ist Zoran, wir haben heute den 24. April 2024 um 19.46 Uhr, schlag mich tot. Ich habe gedacht, wir machen mal wieder ein bisschen einen Vlog. Ich denke, das ist angebracht, ist angemessen. Es gibt ein paar Dinge, die passiert sind. Was heißt passiert sind, die ich jetzt ein bisschen gemacht habe? Ganz untätig war ich ja nicht. Das Ding hier steht zum Beispiel. Ich glaube da... Hallo Mama! Ja, das stand vorher noch nicht wirklich. Also habe ich hier schon ein bisschen was angeräumt. Das ist für die Eltern so mäßig. Und ja. Ja, es stehen noch Sachen rum. Normal, das darf's. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Position des Spiegels. Also da kann man sich sehr gut begutachten. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Liegt noch ein bisschen was rum. Die Bretter, das waren ja vorher die Teile da. Das Regal kennt ihr wahrscheinlich auch noch nicht wirklich. Habe ich mir geholt bei IKEA. Geiles Teil auf jeden Fall. Also kann ich wärmstens empfehlen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir lassen zumindest einen Spalt offen, weil das wäre kein Dunsterbezug so mäßig. Okay, hier. Der Kleiderschrank steht. Haha! Mein Vater hat mir geholfen und meine Mom halt, also mental geholfen zumindest. Da standen die ganzen Bretter ja hier. Der Amp, der stand ja vorher im anderen Zimmer, im PC-Bereich. Ja, da habe ich erstmal hier alles hingeräumt. Ist aber auch noch nichts fix wirklich. Ne? Alles ist möglich, aber nichts ist fix. Das Ding hier ist auch neu dazugekommen. Ja, auch schon ein bisschen angeräumt. Das Ding habe ich mir geholt, ist aber bis jetzt noch nicht effektiv zum Einsatz gekommen, weil ich Dödel nicht schnell genug war, die Fliege zu erwischen. Warte mal, das Ding hat einen angestammten Platz. Hier hat sich auch einiges getan, aber das zeige ich euch gleich. So. Genau, meine Trainingsmatte so ein bisschen, na, ein bisschen Workout, so ein bisschen was der so. Schwangerschaftsgymnastik noch ein bisschen gemacht, natürlich, ganz klar. Ne? Also ich bin ja im 14. Monat schwanger ungefähr. Und ich weiß noch nicht, ob Cola oder Kekse der Vater sind, aber das wird sich noch zeigen. So, ich schlafe sehr gut, ich mag das Bett. Stand jetzt, ja, die Kartons. es rutscht halt immer so ein bisschen die Matratze hier, das nervt ein bisschen. Bequem ist das Ding extrem, absolut, mega geil. Ich habe mir so einen Flauscheteppich geholt vom Möbelix. Oh Gott, ist das Ding bequem, ist das Ding flauschig, oh Gott, das ist ja wie ein Husky oder so. Ja. Da liegt auch ein bisschen was rum. Ich habe mir eventuell gedacht, vielleicht hole ich mir dann auch so einen kleinen Schrank dazu, so einen weißen, mit so Fächer. Und dann, ich weiß noch nicht, keine Ahnung, wie ich das mache. Ja, das kommt mit der Zeit noch so ein bisschen. Weißt du, das sind so Sachen. Eins muss ich vorweg sagen, hier sieht es auch noch am ekelhaftesten aus, muss man sagen. Er hat sich viel getan. Also ihr merkt schon, ja, das sieht ja schon genauso aus wie in der alten Wohnung. Naja, fast. Der Schrank hier ist ein bisschen höher. Das Ding hier war vorher hinter dem Fernseher. Das hat aber einen Grund, dass das so steht. Eventuell nämlich hätte ich vor, warte mal, das ist jetzt random, ich weiß. So. Eventuell hatte ich vor, dass ich da so LED-Streifen an den Fernseher anbringe, die dann so das Bild so ein bisschen quasi erweitern, so mäßig. Gut, nach links geht da nichts, aber was ich da so mäßig könnte. Eventuell. Können die Dosen, ja, Tisch, Pauli, Kisten. Ja, eventuell. Ich weiß noch nicht, wie ich da, also, ob ich die behalte, auf dem Dachgeschoss, ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Also. Hier hätte ich mir überlegt, da hat sich auch noch nicht so viel getan eigentlich, aber da hätte ich mir gedacht, da kaufe ich mir noch einen Billy. Aha, das kommt auch noch, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Ja, da hole ich mir noch einen Billy vielleicht und die beiden Regale da, die kommen vielleicht da hinten hin vielleicht oder da. Ich weiß nicht, würden aber rein platztechnisch, wird sich das da, von der Breite wird sich das ausgehen. Ja, ist wie gesagt ein bisschen chaotisch und
Oft bin ich faul, ja, ich gebe es zu, oft. Und dann denkt man sich, ja, komm, ich muss jetzt einfach zurückkommen. Wisst ihr, wie es mit Leben ist? Ne? Mit Leben ist halt immer so Anspannung und dann Entspannung so ein bisschen. Das geht so ein bisschen Hand in Hand, ihr wisst, wie das ist. Ja, ich habe hier schon ein bisschen oft gelegen und ein bisschen Story geschrieben oder eine Zusammenfassung geschrieben, so von einer anderen Geschichte. Grüße genauso an Sarah, hab dich lieb. Und ist bequem. Digga, ne? Ich mag mein Sofa, es passt vom Platz. Hey, Alter, es passt einfach so gut. Keine Ahnung, ich find's perfekt. Ich brauche das gar nicht, dass das irgendwie da irgendwie noch so ein L, so L-förmig ist. Ja, es schaut aus. Ihr dürft mich nicht verurteilen. Seid nicht so streng. Den habe ich geschenkt bekommen von einem Arbeitskollegen. Der stand plötzlich in der Tiefgarage und da stand, nimm mich, zu verschenken. Und der geht. Also, da geht alles. Es ist ganz pipifein. Kann man nicht meckern, Freunde. Ihr habt da noch so eine Distanz, also so ein Flausche-Dings. Wie heißt denn das? Ja, dass das Ding nicht so dagegen knallt. Bringt ja viel Scheiße. Ist das Ding abgegangen? Eigentlich. Ja, jetzt so. Jetzt ist es schon. Oder soll ich es an die Wand? Nein, mache ich nicht. Freunde, es war ein Krampf. Und zu den Regalen, ja, da könnte ich euch schon wieder Geschichten erzählen. Da bin ich schon wieder, da hatte ich einen Nervenzusammenbruch deswegen, wo man sich denkt, hä? Ja, nee, nicht nur wegen den Regalen so. Da gab es schon wieder Geschichten darüber deswegen, Freunde. Nee, wir distanzieren uns von den negativen Geschichten und wenden uns den positiven Dingen zu. Der Fernseher geht astrein, es geht alles pipifein, es passt alles perfekt. Die Boxen habe ich jetzt auch alles, so den hier, so habe ich so alles hier ein bisschen runter verlegt, so runter und so mäßig. Also, es fällt nicht auf, schön ist es jetzt nicht wirklich, aber es fällt nicht wirklich auf, scheiß drauf. Genau, da möchte ich mir noch einen Billy holen, vielleicht einen braunen. Und da habe ich da genug Platz, dass ich da meine Wii-Spiele und meine Blu-rays und DVDs, dass ich die alle da reinmache. Und ich denke, den Rest dann vielleicht da rein. Ich denke, das könnte funktionieren. So wie ich es halt vorher hatte. Nur da hat man halt den schwarzen Billy da vorne. Und einen weißen habe ich mir noch für die Mangas geholt. Ich finde, das ist eine Augenweide. Also. Retalk, es gefällt mir mega gut. Also ich bin sehr zufrieden, wirklich. Das ist einfach toll. Aber es ist noch Luft nach oben, Freunde. Also den Stuff hier, die Hardware, Füße. Den Stuff hier zum Beispiel, den könnte ich dann in die Braunregale packen, die ich dann vielleicht dahin tue. Da habe ich noch ein paar Kartons, wo halt Objektivkartons und Hardware, was weiß ich, was ich da so. Fireflies-mäßig, ja. Ja, hat man halt so Dinge drin, ne? Also die Schweberegale eventuell so daher. Glaubt ihr, das könnte passen? Schreibt es in die Kommentare bitte, das wäre ganz geil. Ansonsten, ja, Streaming-Setup ist soweit, ja, ist halt ready for Takeoff, sage ich mal. Ja, die muss ich noch reintun, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hier liegen ein paar Sachen rum, ne? Also eine Kurzhantel und so weiter. Ich kann hier nicht wirklich Sport machen. Ich zeige euch mal warum. Hört man's? Da bebt alles, der ganze Raum. Vielleicht übertreibe ich. Nee, aber wenn ich da jetzt wirklich rumhampel jetzt na, wie heißt das? Kein Ratschlagen, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. So. Ich habe meine Wortfindungsstörung, ist pervers. Egal, dann bebt die Bude, Alter. Ich bin auch einfach fett. Ja, wie gesagt, ich ja, du kommst bald raus, Schatzi. Ja, mal gucken. Da hat sich eigentlich nicht so viel getan, eigentlich. Ja, ich habe es jetzt auf Gelb noch. Da hat sich nicht so viel getan im Grunde. Ja. Macht so ein bisschen, man kocht so ein bisschen, man kommt zurecht. Den Toaster möchte ich vielleicht auch bald wieder benutzen. Aktuell ist es bei mir so, ich habe recht viel Durchfall. Und da habe ich mir gedacht, okay, ganz normal ist es auch nicht. Wenn man durchgehend Durchfall hat, bin ich zum Arzt gegangen, so, der hat mir halt Cortison verschrieben. Das Ding hier. Das ist irgend so ein Ding. Das soll mir hoffentlich helfen.
dass ich das wieder in den Griff bekomme. Sonderlich, wirklich viel helfen tut es nicht. Wenn man immer noch Scheiße frisst, dann darf man sich nicht wundern, dass man immer noch Durchfall bekommt. Aber ja, muss ich gucken halt, ob ich meine Essgewohnheiten so insofern ändern kann, wenn ich weiß, was ich jetzt genau nicht vertrage. Weil ich versuche halt weitestgehend auf meine Sorbitintoleranz einzugehen. Na, wenn ihr nicht wisst, was das ist, Sorbit, dann googelt es einfach. Ihr habt jetzt keinen Bock darüber, das jetzt zu philosophieren. Ja, habe ich mich eingelebt? Ist vielleicht auch eine berechtigte Frage eventuell. Ich würde sagen, ja. Es ist inzwischen meine Wohlfühloase geworden, finde ich. Also, ich fühle mich wohl hier. Ich habe ein Bad gemacht heute übrigens, merkt man das? ich kann mich nicht beschweren, also das Einzige, worüber ich mich höchstens beschweren könnte, sind die Mopeds, die halt immer so ganz lautstark immer wieder vorbeifahren, aber es hält sich in der Nacht ja auch in Grenzen. Eigentlich macht man zu, die Sache hat sich. Bin auch ein bisschen unsicher, wie ich da jetzt tun werde wegen Verräumen und Schränke so. Es ist halt, das kommt halt mit der Zeit, verstehst? Das kommt halt. Ne? Das sieht halt wie wirklich ganz klassisch wie halt nach einem Umzug aus, würde ich sagen. Ne, ihr kennt das, ihr wisst, wie das ist. Habe ich auch gehört, ne? Also, dass dann gewisse Kartons, dass die Sachen dann immer da in den Kartons bleiben und dann die Kartons einfach weggeschmissen werden als Ganzes und denkt sich, nein, das will ich nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck, wirklich. Ganz kurzes Augenmerk wollte ich euch auch noch ganz kurz noch sagen. Der Raum ist schief. Also er ist nicht in der Waage. Und da hat der Käse schon zu stinken begonnen. Also ich würde mal sagen, man merkt auch gar nicht, dass der mittlere so ein bisschen runterhängt. Aber ich finde, drauf geschissen, wirklich. Wir haben probiert, es geht soweit. Wir haben ein bisschen probiert, das nachzujustieren mit den Schrauben da oben rechts und links. Da. Hier sieht man das genau, ja. Ja, ich werde das jetzt so lassen. Auf jeden Fall, das haut hin. Perfekt in der Waage ist es nicht, muss es auch nicht, muss nicht perfekt sein, mein Gott. Es ist ein bisschen hoch, muss man sagen. Also, ja, es ist alles ein bisschen drin so mäßig, aber ich sag mal, wenn man guckt, da bin ich, hallo. Aber so oft mache ich da auch nicht wirklich was. Und weißt du, mir persönlich, ja, ich finde so schon geiler. Weiß nicht, also, ich bin eh groß. Muss ein Stuckerl kaufen, muss ich da aufsteigen. Nee. Ich habe da halt jetzt probiert, kürzlich, dass ich das so wieder ein bisschen in die Waage bekomme. Ne? Also, ich habe da geguckt, wenn ich das, als ich das zusammengeschraubt habe, das sind ja zwei verschiedene Teile so. Was heißt verschiedene? Zwei Teile. Und habe ich das zusammengeschraubt und da hatte ich so einen Spalt in der Mitte, so eine Art V. Ne, so. Und das sieht man vielleicht so. Und wirklich besser wird es nicht, aber ich finde, ich bin zufrieden, weil ich habe da geguckt, okay, dann habe ich da was drunter gelegt, auf jeden Fall so Zwischenmatten. Habe ich übrigens auch gemacht und das ist weitestgehend in der Waage und habe das Ding auch angeschraubt. Der Schrank beim letzten Mal, der hat, ja, das hält aber auch pipifein, da gibt es gar nichts. Und ja, hier auch. Als ich die beiden Schränke dann aufgebaut habe, fick dich. Okay. Ihr seht schon, da habe ich auch ein bisschen was drunter gelegt. Wenn ich das nicht tun würde, dann hätte ich hier einen Spalt, dass die ausscheißt, Alter. Wirklich so ungefähr so 3 Zentimeter gefühlt, ungefähr sowas, ne? Also wirklich, ich dachte mir so, was ist das denn, Alter? Willst du mich häkeln, Alter? Saufst du? Ja, aber so geht's. Fällt doch nicht auf, ganz ehrlich. Als ich mir den geholt habe, hatte ich mir zunächst die falschen Türen geholt. Die sind ja, also bis hier war Holz und der Rest war Glas. Und das wollte ich natürlich nicht, hätte ich gemacht. Das sind natürlich die Teile, die ich wegschmeißen werde, so entsorgen werde, gut. Aber ja, dann natürlich dann angeschraubt und angemacht so. Also bei den Wänden was anschrauben, Alter, das ist eine Qual, Freunde. Es geht mir auf die Eier. Bei allem brauchst du auf jeden Fall Dübel. Und der Bohrer muss ganz klein sein und du kommst da fast nicht durch und dann wird das Loch noch viel größer. Und ich muss sagen, dass, also wenn man nur von dem geht, das war zum Beispiel ein Vorteil in der alten Wohnung, da konntest du ganz easy einfach reinbohren. Gut, einfach scheiß Rigips, sehr, sehr wurscht. Aber
Ich meine, es hält, ich kann mich nicht beschweren und man lernt so ein bisschen draus. Und ich habe mir wirklich so gedacht, ich kriege das nie hin, oder ich bin so dumm dafür, wirklich. Also das hat so wirklich in meinem Selbstwert genagt, aber ganz hart ist das Rad gelaufen bei mir im Hirn, Alter, wirklich. Welches Hirn? Na wirklich, ich dachte, ich drehe durch. Aber das sind halt, das sind so, weiß nicht, so die Aufgaben irgendwie im Leben und dann lernt man und dann wird man halt besser mit der Zeit und dann wird man schlauer außerdem. Ne? Also, das ist halt richtig so. Ja, ich fühle mich ja auch schon wohl in der Bude. Ah, das ist, ah, das passt. Ich liebe diesen Teppich. Der Teppich ist so geil. Ha, ha, ha. Die muss ich entsorgen. Das Ding habt ihr auch wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Da habe ich jetzt mein Dyson jetzt aufgehangen, jetzt auf jeden Fall. Man glaubt es nicht, aber das ist in der Waage. Da habe ich mich gespielt, auf jeden Fall. Ein bisschen gespült. Aber das passt, das ist in der Waage. Das war mir sehr wichtig, dass das nicht einfach so irgendwie runterhängt. So, dass es schräg ist oder sowas. Nee, das wollte ich schon perfekt haben. Perfekt. Ja, aber man muss sich auch mal mit Dingen zufrieden geben, dass Dinge mal nicht immer perfekt sind. Das darf auch sein. Ja, würdet ihr sagen, Freunde, ein brauner Billy passt da ganz gut rein oder sagt er, nee, komm, Digga, scheiß drauf, lass die da stehen irgendwie und mach was anderes, so, keine Ahnung. Schreibt sie gerne in die Kommentare, wäre für eure Vorschläge natürlich sehr, sehr offen und sehr gespannt, da hätte ich Bock drauf. Weiß nicht, also man könnte auch so ein bisschen sagen, okay, das geht so ein bisschen nach einem Farbschema. Hier kann man sagen, ist so, ja, so braun, schwarz, warme Farben so mäßig und hier ist halt so schwarz-weiß irgendwie, ne? Gut, der Stuhl jetzt nicht, aber so, ne, so irgendwie. Ich weiß, dass die verschiedenen Farben sind, das wollte ich, da hatte ich Bock drauf, ne? Hast du den falschen genommen? Nein, das war wirklich beabsichtigt, einfach. Und ich war mir halt zuvor gar nicht sicher, okay, nehme ich jetzt den weißen hier oder hier und den schwarzen hier und so, aber ich finde so, ja, ich bin zufrieden. Nee, es passt so. Auch vom Abstand her, weiß nicht, theoretisch hätte ich hier eigentlich auch den Staubsauger irgendwie, aber keine Steckdose. Die ist hier. Da hätte ich das Ding hier. Ja, nee, komm, scheiß drauf. Das sind halt dann so die kleinen Dinge auf jeden Fall, wo man dann so sagen kann, hä? Das stelle ich dann doch dahin irgendwie, da kommen dann so ein bisschen die Ideen, die sprudeln so ein bisschen über. Oder da was hin vielleicht, das ist auch noch nicht fix wirklich. Oder wo stelle ich dann die hin zum Beispiel? Ihr kennt das Dilemma, wenn ihr schon mal umgezogen seid, jetzt mehr Platz habt und jetzt nicht genau wisst, wo ihr was hinräumen sollt. Sims hat mir da schon insofern ein bisschen geholfen, sage ich mal. Die Bude ist leider weg, die müsste ich mir wieder neu bauen. Der Stream ist leider auch weg, dass ich das wieder eins zu eins nachbauen könnte. Ja, inzwischen könnte ich es eh besser nachbauen, weil jetzt bin ich ja hier und so. Das haben wir ja vorher in der alten Wohnung gemacht. Apropos alte Wohnung, meine lieben Freunde, apropos alte Wohnung. Ich habe heute die Schlüssel zurückgegeben und wusste zum Beispiel auch nicht, dass im Bad, dass man da auch die bei der Entlüftung den Filter auch wechseln muss. Oder, weißt du, das ist mir einfach nicht eingefallen, keine Ahnung, also wir haben zwar in der alten Wohnung das Ding hier zumindest gewechselt, wisst ihr, vom Dunstabzug, ne, das Ding. Aber vom Bad nicht, ne? Das wird mir dann rechnungstechnisch auferlegt. Ne? Und auch der Schlüssel wird auch nicht ganz so billig werden. Den ich verloren habe und der nicht mehr da ist und was mich sehr ankotzt. Seufz. Ja, also 400 Euro kostet das. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schickt mir eure Kohle auf mein PayPal. Nee, legt mich. Ja, hilft er nicht. Wird von der Kaution abgezogen und dann passt sie. Wenn ich habe so 1300 Euro Kaution bezahlt damals, dann bin ich gespannt, wie viel davon übrig bleibt nach all den Abzügen, die sie mir dann auferlegen werden. Das auf einmal bleiben nur noch 200 übrig, Alter, und ich kriege irgendwie voll den Stress zusammen, Digga, und denke mir so, holy fuck, nee, sicher, ich werde mich nicht abspeisen lassen, ihr Wichser. Nee, sicher nicht. Ich wollte nicht fluchen, aber gut. Und oh, ich hab keinen Bock auf so eine rechtliche Scheiße wieder. Aber ich weiß eh, man sollte für sein Recht kämpfen, ne?
Aber ich will nicht, dass das Ganze hier jetzt mega ausartet. Paar Dinge passen ja auch nicht in der alten Wohnung. Also die Heizkörperthermostate sind veraltet irgendwie so. Da stand irgendwas, die Körner anscheinend ausgetauscht. Wenn die mir das von der Kaution abziehen, ist das, denke ich, nicht koscher, oder? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ja. Wahrscheinlich gäbe es noch so viel, was ich euch erzählen könnte. Aber ja, das wäre erstmal so der Stand der Dinge jetzt. Es gibt da viel zu machen, auf jeden Fall, viel zu tun. Entweder wollte ich, also gestern wollte ich dann eigentlich auch schon zum IKEA fahren und mir noch einen Billy holen, den braunen. Aber ja, ganz so sicher bin ich mir noch nicht. Keine Ahnung, wie ich da machen werde, ich weiß nicht. In dem Sinne, meine lieben Freunde, hat mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Schickt das Video gerne an Feinde oder Freunde, würde mich sehr freuen. Und in dem Sinne, hab euch gern, hab euch lieb, Kuss, Wiederschauen.